Hallo meine Lieben zu einem neuen Video. Das wird eine Rezension werden von einem Buch, welches, wie soll ich das denn sagen? Ja, mich einfach geflasht hat, weil es so lustig war. Und zwar geht es um Gabriela Engelmanns Schluss mit lustig. Ja, dieses Buch habe ich von der lieben Gabriela, jetzt habe ich schon Sprachfindungsstörungen, von der lieben Gabriela zum Rezensieren zur Verfügung gestellt und bekommen. Und ja, ich wusste erst nicht, sie hat es mir als Überraschung mit reingepackt, sie hätte mir eigentlich ein anderes geschickt, hat mir das als Überraschung noch quasi mit reingepackt und was soll ich sagen, sie hat echt ins Schwarze getroffen. Also ich musste wirklich unheimlich lachen. Ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Ne, den hier. Julie ist Pessimistin aus Leidenschaft. Der einzige Vogel, den sie mag, ist der Pechvogel. Ihm fühlt sie sich seelenverwandt. Sie schreibt bissige Kritiken für ein Kulturmagazin, ist bindungsunfähig und immer auf das Schlimmste gefasst, bis sie eines Tages Opfer eines Überfalls wird. Ein Schlag auf den Kopf befördert sie zuerst auf den Boden und dann ins Krankenhaus. Dort kann sie sich nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen erinnern. Dennoch fühlt sie sich pudelwohl zwischen den weichen Daunen und flirtet mit dem attraktiven Arzt. Mittelmäßige Romane sind plötzlich etwas fürs Herz. Einen schlechten Film beurteilt sie als gelungene Karikatur des politischen Systems. Und den widerspenstigen Freund wird sie schon zähmen. Als ihr das Dasein als Optimistin eine Katastrophe nach der anderen beschert, fragt sich Julie, wo die Grenze zwischen Optimismus und Naivität verläuft. Sie bekommt Zweifel an ihrem neuen Leben, kann aber auch nicht einfach zu ihren Grau-Sichtweisen zurückkehren. Deshalb fasst sie den folgenschweren Entschluss. Ein neuer Überfall muss her. Damit würde alles so wird, wie es vorher war. Doch das ist gar nicht so leicht. Ja, ihr werdet euch fragen, warum ich euch diesen ewig langen Klappentext vorgelesen habe. Ich fand diesen Klappentext einfach nur ideal, um das Buch zusammenzufassen. Besser hätte ich es auch nicht gekonnt, um auch nicht so viel zu verraten, weil ich eben... Ihr kennt ja meine Angst bei so relativ dünnen Büchern, zu viel zu verraten. Da bin ich immer etwas ängstlich und halte mich da eigentlich eher immer so an diesen Klappentext oder an den Rückentext, weil ich immer Angst habe, zu viel zu verraten. Ich weiß nicht, warum ich diese Angst habe, aber die ist immer da. Ja, ich versuche aber nochmal jetzt in meinem eigenen Wortlaut das Buch nochmal kurz zusammenzufassen. Also, es geht um Julie. Ja, Julie ist ich glaube 19? Ist die, glaube ich, 19, oder? Ja. Und ist... Oder Quatsch, nicht 19. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall. Heißt sie Julie. Und ist eine notorische Pessimistin. Und Gabrielas Kommentar war damals, sie weiß nicht, wie viel Julie in mir steckt. Wenn sie mich, ich formuliere es anders, sie scheint mich besser zu kennen, als sie denkt, die liebe Gabriela. Ich möchte nicht behaupten, dass ich ein notorischer Pessimist bin, das nicht. Aber ich bin schon eher ein negativ denkender Mensch als ein überaus positiv denkender Mensch, weil ich lieber erstmal vom Schlimmsten ausgehe, um mich dann vom Positiven überraschen zu lassen, als wenn ich mich himmelhoch jauchzend in eine Sache stürze und sie dann doch in die Hose geht. Da bin ich dann zu empfindlich und ja. Also von dem her, liebe Gabriela, ich bin mehr Julie, als du denkst. Ihre beste Freundin Mona ist absolut das Gegenteil. Sie lebt in den Tag hinein, sie freut sich des Lebens. Ja, einfach das absolute Gegenteil. Und es ist einfach unheimlich lustig geschrieben, weil wenn zwei solche Gegensätze, ja, miteinander leben, ist das einfach vorprogrammiert, dass da Rambazamba gibt. Und ich habe mich da ein paar Mal so amüsiert über so manche Anekdoten, die in dem Buch dann gesagt werden. Was mir auch sehr, sehr gut an dem Buch gefallen hat, war dann eben dieser Wechsel von Julie, von der ewigen Pessimistin in diese ewige Optimistin. Ich weiß gar nicht, ob ich so optimistisch sein möchte, wie Julie in dem Buch war. Da war dann schon wirklich die Frage zwischen optimistisch oder schon naiv.
Aber ich finde diesen Bogen dazwischen, finde ich, hat Gabriela sehr, sehr gut erkannt oder auch angenommen, diesen Bogen dazwischen, um es nicht allzu naiv darstellen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann auch bis zum Ende wirklich mitgefiebert und wollte dann auch unbedingt wissen, wie es ausgeht, weil es dann wirklich auch so Wendungen nimmt, wo ich mir wirklich denke, so, ja, so hätte ich das auch gemacht. Also ich konnte mich mit dem Buch unheimlich identifizieren und das ist nicht sehr häufig, dass ich mich wirklich mit der Charaktere eines Buches so identifizieren kann, dass ich wirklich dann denke, so mehrmals vor allen Dingen auch denke, so, ja, kenne ich irgendwo her. Also das ist schon wirklich sehr gruselig gewesen bei dem Buch, muss ich sagen. Also das hat mich schon mehr als einmal an dich erinnert. Und deswegen habe ich dieses Buch auch unheimlich gern gemocht. Möchte mich auch auf diesem Weg nochmal unheimlich ganz, ganz arg bei dir bedanken, liebe Gabriela. Das Buch ist wirklich eins meiner Roman-Highlights dieses Jahr. Bei den Thrillern und so gab es ja schon unheimlich viele. Romane hat mich außer dein Schneewittchen-Krimi, aber es war ja eigentlich auch ein Krimi, es war auch kein Roman. Aber dies hier war wirklich von meinen Romanen das Highlight dieses Jahr. Das soll es jetzt gewesen sein. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!